Nichts in der Kleidung.
Kostet
Schönes Dessert, finde ich. Schön gemacht. Sieht auf jeden Fall sommerlich aus. Und auch irgendwie mag ich die Form der Verpackung, dass sie das so aus Pappe gemacht haben. Richtig schön. Schön gemacht. Okay. Dann kommen wir mal zu Konserven, also mir zweimal Oliven gekauft, Olivenmix. Den mag ich immer ganz gerne bei DM, diese Mischung. Gibt es nicht immer, manchmal haben sie die dunkle nur in Essig oder Salzlake eingelegt, aber die mag ich mehr. Aber es ist schon immer unglaublich salzig. Ich habe auch schon bei Italienern weniger salzige Oliven gegessen. Das mag ich ehrlich gesagt mehr. Wenn es so extrem salzig ist, finde ich es unangenehm, aber es ist noch aushaltbar und ich
Von der wir gekommen sind und runtergefahren sind. Es geht richtig schön hoch, so ein bisschen wie an der Ostsee, wie auf Rügen. Total schön. Was für ein Paradies hier, wirklich. Wir gehen jetzt noch, meine Omi und ich, gehen jetzt noch mal dort runter. Wildkräuter. Dort hinten ist eben noch dieser See, dieser Ternosee. Richtig schön gemacht. Hier sind ein paar Beete. Hier unten geht die ganze Zeit ein Bächlein entlang. Da sind diese schönen Ferienwohnungen dort hinten. Mit den Holzbalkonen. Oh, ist das schön. Ja, gut. Super schön. Meine Omi, ihre Beine, die wollen nicht mehr so. Hier sind wohl sonst Tierchen, weil da steht, ich glaube, Pferde oder sowas. Weil da stand da nicht füttern. Ach schön. Die haben sogar eine Hollywood-Schaukel hier. Dahinter ist die ganze Zeit dieser Bach. Wow, ist das toll. Kleine Brücke. Das ist schön. Dort hinten ist das Wasser. Das ist schick. Oh, ist das traumhaft schön. Es ist so wunderschön hier. Oh, selten an so einem schönen Ort hier gewesen in Brandenburg. Ich
Ich habe ja einige Ausflüge, vor vielen Jahren immer gemacht mit Klößchen. Aber das ist echt ein besonders schöner Ort. Nicht so gepflegt. Boltenmühle, Boltenmühle. Es muss irgendwie hier sein. Ja, Boltenmühle, Tornosee. Letzter Besuch dieses Jahr im Sommer 2024 bei meiner Omi im Garten, bevor sie dann wieder in ihre Wohnung übersiedelt. Ich habe noch den Rasen gemäht. Im Garten sieht es wieder richtig, richtig schön aus. Richtig schön ordentlich. Love it. Ja, ein bisschen Wehmut ist auf jeden Fall da, dass es vorbei ist. Ich werde es wieder sehr vermissen und ja, man weiß auch nie, wie lange man hier noch sein darf, wie lange meine Oma den Garten noch schafft zu bewirtschaften. Es ist viel Arbeit, wenn man über 80 ist. Aber wunderschön ist es auf jeden Fall. Wunderschön. Der Garten meiner Kindheit. Meine liebe Omi. Wir haben heute einen wunderschönen Ausflug gemacht. Nach Boltenmühle. Es hat so gut getan.
Ich nutze sie gerne zum Anbraten für Gemüse.
was Pflegendes könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen reichhaltiger, so noch ein bisschen ummantelnder sein, also dass man das Gefühl hat, dass die Haare noch ein bisschen seidiger danach sind. Die haben immer noch so was leicht Streuiges, das merkt man auch während des Einschäumens schon. Die Emma hat ja auch so eine eigene Beauty-Reihe, Natural Beauty Shampoo-Reihe, und da ist dieses Mango Shampoo, finde ich, noch ein bisschen intensiver von der Pflege als das hier. Das ist ja auch in Kooperation mit
Ist ein straffendes Serum von Veleda.
25,95 €. Gekostet. Ja, beide noch.
entspannt, als ich letztens bei Rossmann war. Aber das Gefühl auf der Haut finde ich ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ich zeige es dir gleich. So sehr die beiden Sachen wieder nutzen zu können. Ich liebe es, immer eine kleine Auswahl in der Dusche zu haben. An Duschgeln oder Haarshampoos. Ich finde, man hat nicht jeden Tag immer auf dasselbe Lust, so wie man ja auch nicht jeden Tag dasselbe isst. Genauso mag ich auch nicht jeden Tag dasselbe Parfum auftragen. Und deswegen freue ich mich dann immer, wenn ich ein paar Sachen zur Auswahl habe. Gerade wenn sie der Jahreszeit sehr, sehr wenig in sich sichtbar ist. Und da haben wir jeweils 2,99 Euro. Ja, genau, 2,99 Euro. Das ist einmal die 02 und einmal die 04. Und das machen wir jetzt mal kurz auf den Handrücken. Riecht fruchtig. Ja, ist nicht sehr stark pigmentiert. Sieht man nicht so viel. Sie sehen, dass sie nicht sehen. Das Kaisers neue Kleider. Boah, das Glitzern ist so schön. Sehen kannst und der andere hat nur so ein ganz leichtes Schimmer.
Thank you, thank you, thank you from the bottom.